Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir sind gerade, Felix fährt vor mir in seinem Auto und ich fahre in meinem Auto eben hinterher. Auf dem Weg, beziehungsweise sind wir schon da, bei Hornbach, weil wir heute Laminat kaufen für unsere Wohnung und Farbe und Tiefengrund, weiße Farbe. Felix ärgert mich gerade. Und Spachtelmasse, genau. So, das hier ist der Laminat, den wir uns ausgeguckt haben. Und wir bräuchten im Endeffekt diese ganze Palette hier. Und jetzt schauen wir mal, ob die uns hier irgendwie im Radlader? Im Radlader, Schatz. Wie heißt das? Wie eine Ameise oder so? Ameise. Rausbringen, ja, weil wir brauchen das echt alles. Und mit zwei Wagen ist ziemlich dumm, glaube ich. 2,4 nur. Schauen wir mal, rechnen wir jetzt erstmal. 26 mal 2, 52. Was rechnest du da? 2, 105 Quadratmeter. So ist das hier. Gut. Schauen wir mal. Und dann brauchen wir noch Spachtelmasse, Tiefengrund und Farbe für Kinderzimmer. Yay. So Leute, wir haben Laminat gekauft. Ja. Haben da hinten noch Farbe und Tiefengrund und jetzt stehen wir vor den Farben für Schlafzimmer. Oh, oh, das wird eine schwierige Sache. So, die Entscheidung. Innerhalb von wenigen Minuten, weil wir los müssen. Das hier ist zu hell, das Blau. Ja, das ist zu hell. Ich finde ja das schön, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das sehr schön. Sturmoptik. Oh, das wow. Sieht niemals so aus, wenn man es drauf macht. Das ist das da. Oh, ich bin begeistert. Das ist so aus Rostoptik. Oha. Oh, Rost. Gold. Gold-Effekt, das machen wir. Ja, das ist das da oben. Oh, das ist ja hässlich. So, hier gibt es auch irgendwie nichts. Das sind so Standardfarben. Nein, Schokolade wollen wir nicht. Okay, sanfte Erde? Nein, ich will kein Braun. Okay. Petrolux? Deluxe? Petrol, wo sehen wir das denn hier? Hier ist, ne? Ja, hier ist Petrol. Ja, das ist schon schön. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht nur ein bisschen. Ich kann mir sowas echt nicht vorstellen. Ja, du kannst dir das doch nie vorstellen. Warte, wir schauen mal hier. Guck mal, hier gibt's. Es muss auf jeden Fall was mit Farbe sein. Flammendes Herz. Flammendes Herz. Ganz bestimmt. Papa möchte ja rot. Hier, so ein Granat. Nee, das ist ja eklig. Der Flamme des Herzens ist so ein bisschen mit mehr rot. Dann dunkler. Schatz. Haben sie nur das hier? Ja, guck mal. Der Flamme des Herzens haben sie aber nicht hier. Das bringt ja auch nicht, wenn wir es nicht kaufen können. Doch. So, hier wird vollgeladen. Das könnte echt knapp werden. Was? Das könnte echt knapp werden. Ich kann ja mal nach oben bleiben. Ganz schön, das ist lang nicht so gut. Dann haben wir uns auch das ist das Coole bei meinem Auto. Mein Auto ist gerade und viel, viel länger. Mein Auto hat aber viel, viel mehr Platz. Krass. Ja, gut, hier habe ich noch was gefunden. Was ist das? Achso, für den Anhängerkupplung. Für den Anhängerkupplung. Können wir auch mal hier rein tun. So. Die Rolle Klebeband? Ja, damit das nicht biegt. Ah. Okay. Die muss ich ja noch bezahlen. Die muss ja oben liegen. Vergessen wir das. So, das ist mein schnickes Auto. Ich habe auch noch eine Isofix dabei. Muss jetzt auf dem Beifahrer fahren. So. Auto Nummer 1 ist voll. Auto Nummer 2. Wir hätten auch einen Anhänger nehmen können, ich weiß. Wir haben aber keinen, den ich fahren darf. Wir haben nur ein 850 und ein. Wie groß ist der andere? 2 Tonnen? Nein, keine Ahnung. Wir haben nur einen großen Anhänger und einen 850 Kilo. Den darf ich nicht ziehen. Das heißt, die Anhängerkupplung ist leider einfach so zur Deko da. Und der arme Mann darf schleppen. Soll ich dir helfen? Nee, war eine dicke Murmel. Ja, da passt aber keine mehr zwischen, leider.
Leute, ich finde diesen Laminat, ich finde den so wunderschön. Guck mal, das passt doch gut mit der Farbe zusammen. Oder Leute, was sagt ihr? Passt das nicht voll gut? Wir haben jetzt dieses Gletscherblau, genau. Das haben wir genommen. Super schöne Farbe, oder? Und ich finde, das passt sehr gut. Wir haben ein graues Bett. Passt. Perfekt. So, meine Lieben, Laminat ist gekauft. Wir waren jetzt gerade noch bei jemandem privat. Da habe ich über Mami-Kreise nämlich einen Mucki-Schlafsack oder Fußsack gekauft. Genau, ich verwechselte die beiden immer. Also Schlafsack und Fußsack. Wir haben einen Fußsack von Mucki gekauft. So, bei einer Privatkundin oder bei einer Privatperson, weil mir der Neupreis einfach zu teuer ist. Jetzt sind wir auch schon beim Frauenarzt. Genau, wir sind jetzt beim Frauenarzt. Wir werden jetzt schnell parken, schnell reingehen, weil wir sind mal wieder genau pünktlich. Es ist einfach so viel Stress heute Morgen gewesen. Wir haben nicht mal gefrühstückt und wir haben schon 11 Uhr, weil wir seit heute Morgen um 8 Uhr unterwegs sind. Laminat kaufen wir. Jetzt sind wir beim Frauenarzt. Mal schauen, wie lange das dauert. Und dann, ja, heißt es gleich nach Hause. Beziehungsweise noch schnell in den anderen Baumarkt, weil wir nicht alles bekommen haben. Und dann mal sehen, was uns noch so erwartet. So, meine Lieben, wir sind fertig. Ich mache euch ein Schwangerschafts-Update. Das heißt, ich erzähle euch jetzt nicht so viel, was da jetzt passiert ist beim Frauenarzt. Wir haben ganz normal TDG geschrieben und so wie immer alles. Ging relativ schnell. Wir haben jetzt eine Stunde später. Ich bin echt begeistert. Jetzt sind wir bei McDonald's. Wir werden jetzt erstmal frühstücken bzw. Mittagessen. Ich bin immer bei McDonald's, wenn ich vlogge. Das ist ein schlechtes Bild, glaube ich. So, meine Lieben, wir sind zu Hause. Laminat ist ausgeladen. Männer sind oben am Arbeiten an der Wohnung. Und ich habe gerade ein bisschen Zimmer aufgeräumt, sortiert. Wir haben Post bekommen, weil ich noch ein paar Babysachen gekauft habe. Das habe ich gerade alles schon wegsortiert bzw. in die Wäsche getan. Und jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was wir vorhin gekauft haben. Ich habe ja gesagt, dass wir bei jemandem privat waren und was gekauft habe. Genau, die Sachen liegen hier in unserem Beistellbettchen. Einmal den Mucki. Das ist ein Fußsack. Den wollte ich unbedingt in diesem Grau haben. Und den haben wir eben gekauft. Dann habe ich gekauft bei ihr drei Bodies. Einmal in 62, so ein Kurzarmbody. Und einmal in 68, diesen hier. Und einmal in 68, diesen hier. Ich finde den mit den Ankern so schön. Genau. Die drei Bodies. Und das ist so ein Spielebogen, den haben wir auch noch mitgenommen. Genau, richtig schön. Das steht jetzt hier im Beistellbett. Muss ich auch noch nachher die drei hier in die Wäsche packen und sortieren und so. Das hier ist das Paket, was ich vorhin bekommen habe. Mit Zara-Sachen. Ganz, ganz toll. Voll süß. Die haben wir nicht gekauft. So, und jetzt bin ich dabei, ein Babyalbum zu machen. Ich habe nämlich bei Pixum, da gab es 50 Fotos umsonst, habe ich 80 Fotos bestellt. Nicht alle von Baby oder vom Babybauch und so, sondern auch ein bisschen für meine Familie und ein bisschen von den Hunden und so. Genau. Aber ich habe jetzt ganz viele Fotos von Lia sozusagen gedruckt oder drucken lassen und die wollte ich jetzt hier alle reinkleben. Alle so, ja, der Reihe nach sozusagen und dann so ein schönes Album, was man dann weiterführt, bis sie halt groß ist sozusagen oder halt später auf jeden Fall ein neues braucht, weil das sind nicht so viele Seiten, aber wir schauen mal. Damit wollte ich jetzt anfangen und ich würde sagen, ich zeige euch das mal, wenn ich da ein bisschen was gemacht habe. So, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es den nächsten Tag. Ich wollte mich aber kurz natürlich von euch verabschieden. Ich habe das Fotobuch jetzt soweit fertig gemacht, soweit wie die Schwangerschaft halt gerade ist und genau, ihr werdet das auf jeden Fall irgendwann mal sehen. Aber ich, mache das natürlich noch weiter. Wir haben noch einiges an Seiten voll. Ich glaube, ich habe so ein Drittel ungefähr. Ja, so ein Drittel ungefähr habe ich gefüllt. Aber, ist eine ganz schöne Erinnerung. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich finde es besser, als wenn man das irgendwie digital ausdruckt im Internet. Finde ich, ja, sehr schön.
Genau. Jetzt wollte ich mich gleich entschneiden von diesem Vlog machen. Das heißt, ich würde mich sehr gern verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, waren wir so ein bisschen mehr mit drinne, ein bisschen mehr Baustelle auch, also einkaufen für die Baustelle. Und genau, jetzt hoffe ich, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!